Kennen Sie das noch, die Tupper-Party? Da versammelten sich Hausfrauen, die sich ansonsten vielleicht ein bisschen langweilten, nichts Besseres zu tun hatten, mal was Besonderes erleben wollten, abends und ließen sich lauter Plastikschüsseln und sonstiges tolles Küchengerät, aber alles aus Plaste und Elaste vorführen und kauften das für teures Geld. Wie ich höre, gibt es diese Tupper-Partys immer noch. Naja, warum auch nicht? Wer nichts Besseres zu tun hat, soll es so machen. Aber wer wirklich auf sich hält heutzutage, sei es als Männlein oder Weiblein und mit seinem Geld gar nicht mehr weiß, wohin damit, der lädt natürlich nicht ein zur Tupper-Party, sondern wenn schon, denn schon, man kann es sich ja leisten, man gönnt sich ja sonst nichts, zur Botox-Party. Da sieht man zwar hinterher etwas merkwürdig aus, redet sich aber ein, man sähe ganz toll aus, jünger, frischer, straffer, unbeweglich zwar, aber mit Charakter, bitteschön. Auch das geschenkt. Wir chronisch Kranken und Behinderten sind natürlich nicht so bescheuert und lassen uns irgendwelches Nervengift in irgendwelche Gesichts- oder sonstigen Partien reinspritzen. Es sei denn aus rein medizinischen Gründen, das gibt's durchaus. Wir machen ganz andere Sachen. Wir machen auch das, was schick ist. Ich warte nur noch auf die erste THS-Party. Das wäre doch mal was. Da geht man nicht einsam und allein ins Klinikum oder ins THS-Zentrum und lässt sich da mehr oder weniger gekonnt im Gehirn rumbohren und pörkeln und ist hinterher davon überzeugt, dass alles jetzt besser wird. Der Parkinson ist so gut wie weg. Natürlich nehme ich weiter meine Medikamente, aber natürlich viel, viel weniger und naja, nach mir die Sinnflut. Schlimm wird's auch bei der THS, genau wie beim sonstigen Parkinson, erst später. Fängt man sich Keime ein, da müssen Teile ausgewechselt werden, dann fängt man sich noch mehr Keime ein, und dann wird man richtig krank und dann wird's problematisch, aber das kommt erst viel, viel später. Das ist natürlich nur eine von vielen möglichen Varianten, wie wir, ich bleibe mal bei uns Parkinson-Kranken, unserer blöden Krankheit auf die Sprünge helfen. Schulmedizin, das ist immer so eine Sache. Da gibt es Nebenwirkungen. Das behaupten die immer alle, dass das gut wäre für uns. Und wir glauben doch Ärzten nicht so ohne weiteres was. Wir sind ja kritische Menschen. Wir schauen ja den Ärzten auf die Finger. Und da ist es dann doch viel, viel besser, Leuten zu glauben, die uns einfach wirklich was Tolles versprechen. Es muss nicht immer die THS sein. Ich kenne jemanden, der ist mir wieder kürzlich wieder über den Weg gelaufen im Internet. Der behauptet steif und fest, Baden hilft. Baden. Baden. Nicht Baden, Baden, Spielcasino, sondern Baden gehen. Und das auch nicht etwa im Frei- oder Hallenbad. Nein, zu Hause in der Wanne. Man muss nur richtig machen. Ja, hat das so gemacht. 12 Stunden am Stück hat er sich einweichen lassen. Und das an 100 Tagen. Damit will man normalerweise ja wohl ins Guinness-Buch der Rekorde. Dieser Mensch, und ein ganz netter Mensch übrigens, ich habe ihn mal ganz kurz persönlich kennengelernt, behauptet, er hat da mit seiner L-Dopa, L-Dopa ist so ein Standardmedikament für Parkinson oder gegen Parkinson, reduziert von 500 Milligramm auf 300 Milligramm pro Tag. Ja, man muss nur fest dran glauben. Ich glaube da nicht dran.
Ich glaube da nicht dran. Es gibt auch tausend andere Sachen. Es gibt in Foren, da sprießen diese Ideen wie die Pilze jetzt im Augenblick im Herbst. Es gibt kaum etwas, was nicht geglaubt wird. Kaum kommt irgendein Wissenschaftler daher und sagt, ja, ich habe da was gefunden und ich habe das auch an Mäusen ausprobiert und vielleicht klappt das ja. Und ja, oder jetzt hat kürzlich einer den Chemie-Nobelpreis gekriegt, aus gutem Grund. Der hat ein wahnsinnig tolles Mikroskop erfunden, ein Lichtmikroskop, mit dem man irrsinnige Vergrößerungen von lebenden Nervenzellen machen kann. Er hat dabei das Wörtchen Parkinson erwähnt. Und jetzt warte ich darauf, dass irgendjemand auf die Idee kommt, dieser tolle Nobelpreisträger, der auch noch außerdem aus Göttingen kommt, aus unserem guten alten Deutschland, aus unserem Norddeutschland, naja, fast Norddeutschland, der heilt unseren Parkinson. Das hat er zwar nie behauptet, das behaupten die meisten auch nicht, die da irgendwelche Grundlagenforschung betreiben, aber die Hoffnung stirbt bekanntlich zuletzt. Ja, die Hoffnung stirbt zuletzt, aber vorher... Vorher werden wir hoffentlich ganz schön alt mit unserer Krankheit und sterben dann irgendwann auch vor der Hoffnung. Die lebt weiter. Ihr Jos van Aken.